Hallo, ich bin wieder da und ja, es wird ab morgen ganz weiter auf dem Kanal weitergehen. Heute wird erstmal nichts kommen, liegt ganz daran, ich muss mich erstmal ausruhen. Ich bin wieder ja in Deutschland gewöhnt, ich war auf Mallorca, ich habe es nämlich nicht gesagt. Ja, ich mache glaube ich kein spezielles Video dazu wie Österreich, als ich in Österreich war, weil das war Klassenfahrt Österreich und das war jetzt Urlaub und da ist es natürlich auch dann viel chilliger zugegangen. Und so viel kann man einfach nicht sagen. Außer eins, das war geil. Das kann man sagen. Ja, wollte ich nur sagen. Und warum kein Video? Es wäre vielleicht gestern erst gekommen, aber es war halt so. Ich wollte wieder ein Hack machen. Diesmal nicht mit Lunar Magic, sondern mit SMBX. Also eine Episode, eine eigene SMBX. Es ist das gleiche Prinzip wie bei Lunar Magic gewesen. Level machen, geil, einfach, schlicht, einfach. Overworlds, genau das Gegenteil. Nervenzerreißend, Weißglut treibend, da kann man einfach nur ausrasten und dann irgendwann weinen, wenn man es sich geschafft hat und einfach nur sich in der Ecke verkriechen und dann sagen, ich gebe auf. Und ja, also selbst mit das MBX, ich war so froh, weil das war noch einfacher als mit Lunar Magic. Ich habe es erstmal mit der Overworld auch geschafft, auch dass diese Pfade sich halt dann geöffnet haben, dass der Weg sich geöffnet hat, wenn man ein Level bei der Overworld geschafft hat. Und dann war irgendwie alles komplett am Arsch. Und Ordner, die ich gelöscht habe, wurden im Editor noch angezeigt. Und auch Level, die ich gelöscht habe, wurden im Editor noch angezeigt. Dann ist alles durcheinander gekommen. Ich habe es auch alles gelöscht, neu installiert, immer noch die alten Sachen da, obwohl sie schon längst nicht mehr existieren. Das ist einfach alles einfach viel zu kompliziert. Das ist jetzt auch die Erklärung, warum heute und gestern nichts kam. Hab mir da echt die Zähne ausgebissen, wieder leider nichts geschafft. Es tut mir leid. Falls irgendwie Leute irgendwie auf ein Spiel von mir hoffen, es wird nicht kommen. Gar nicht. Ich habe jetzt auch irgendwie gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Gut, einige Level-Dateien habe ich noch. Und ich habe auch noch ein Video, sehe ich gerade, wo ich eins vorgestellt habe, ohne Commentary. Das wäre auch, glaube ich, ein geiler Hack geworden. Ich hätte so eine Secret World gemacht, so ein Metroid. So. Und so eine Star Road mit ganz viel Musik aus Galaxy. So die richtig geile Mucke aus Galaxy. Galaxy hat ja an sich geile Mucke, aber ich habe mir da die beste rausgesucht. Ich habe Orte aus den RPGs nachgebaut. Das war die Pläne Musik dann da eingefügt. Ne, Namenlevel sowie der Ort. Also nicht komplett nachgebaut an sich, sondern halt auf der Overworld angenommen. Ich wollte dieses Koopalysium aus Mario Luigi 2 halt nehmen. Dann auf der Overworld so circa nachgebaut. Und dann im Level wäre die Musik da. Hätte sie gespielt, aber ich hab's nicht geschafft mit der Overworld. Ich habe sie die ersten drei Level, die ersten drei Welten gebaut bei der Overworld. Es läuft alles und auf einmal läuft gar nichts mehr. Auf einmal wird gar nichts mehr angezeigt. Und es war halt schon der zweite Tag heute. Ist es wieder 18:20 Uhr. Und ich denke mir jetzt einfach, nö, ich will das nicht mehr machen. Ja, Five Nights at Freddy's 4 ist erschienen. Ich habe damals gesagt, ich werde sofort Let's Play, wenn es rauskommt. Es ist rausgekommen am. Ich öffne mal so lange Steam. Ja, wann ist es denn das rausgekommen? Moment mal. Ja, nicht. Junge Shop. Es ist rausgekommen am. 8 Euro kostet es übrigens. 23. Juli. Und ja, das Let's Play wird dann starten, wenn Mario Kart DS beendet ist. Also ich werde ein bisschen hinterherhängen. Und ansonsten wird ab morgen wieder alles normal laufen. Muss auch wieder ein bisschen mal Schlafrhythmus kriegen, also nachts ein bisschen aktiv sein und so ein, zwei Uhr ins Bett gehen und nicht so wie auf Mallorca um 8 Uhr aufstehen und frühstücken. Ich bin heute nämlich um 9 Uhr aufgestanden, weil mein Gehirn hat gesagt hat, ey, du stehst normalerweise um die Uhrzeit auf. Muss mich wieder auch ein bisschen an das Klima gewöhnen. Ich kann ja noch ein bisschen vom Flugzeug-Fail erzählen. Ja, ich glaube, ich erzähle doch ein bisschen was von Mallorca. Jetzt überlege ich mir gerade einen Titel. Also, dort war ganz geil. Und es war schön, also das Wetter und sowas. Und dann hatten wir, so also haben wir mal,
ein Auto gemietet und dann sind wir da echt einmal nach Mallorca tief reingefahren. Und weil wir nicht mehr am Meer waren, ist es dann auch über 5 Grad wärmer geworden. Wir hatten da mal 36 Grad oder so. Dann sind wir ins Restaurant geflüchtet. Es gab eine Klimaanlage, aber die war leider nicht so stark. Und das war so ein Fail. Ich hab nicht wirklich Hunger, weil wir hatten nur morgens ein richtig geiles Frühstück und abends richtig geiles Essen. Also das Hotel war auch super. Und dann haben wir so um 2 Uhr gegessen. Und habe ich mir halt sowas bestellt. Und ja, dann haben ich, meine Mutter und mein Vater noch so einen Salat bestellt. Und dann wollten wir den teilen. Was wir aber nicht wussten, dass das Menü, was man bestellt hat, scheiße viel war und noch einen Salat dazu hatte. Ich war komplett fertig, als ich das gegessen habe. Wir saßen da im Restaurant 2 Stunden. Es war 4 Uhr. Und ja. Ach! Es gibt doch irgendwie so ein Pokémon. Lavados oder so. So ähnlich heißen die Toiletten auf Mallorca. Auf Spanisch. Also, das hieß irgendwie Lavaboss oder Lavados. Und ich dachte mir, hey, ist doch ein Pokémon. Also klärt mich mal auf, aber ich glaube, das ist ein Pokémon. Und ja. Sonst war echt cool. Palma an sich war auch eine coole Stadt. Wir sind zweimal durchgefahren. Und das, also wir haben nicht viel gesehen, aber das, was wir gesehen haben, war super. Und ja, Rückflug gab's übelst den Fail. Erstmal 40 Minuten Verspätung, weil die Lufträume überfüllt waren oder sowas. Und ich bin in der Zeit irgendwie so scheiße müde geworden, aber das Flugzeug war richtig groß. Das waren nicht Dreierreihe, wie üblich, sondern es war Zweierreihe. Das war echt ein großes Ding, dieses Flugzeug. Und dann konnte man sich so Kopfhörer kaufen. Ich hatte leider keine dabei. Warum habe ich meine nicht mitgenommen, dachte ich mir. Ich bin so dumm. Und vielleicht lege ich noch irgendeine Hintergrundmusik. Irgendeine chillige. Mal gucken. Habe ich ja bei Österreich auch gemacht. Ah, ich bin immer noch ein bisschen fertig. Und dann beim Rückflug sind wir irgendwie so kurz vor 12 abgehoben. So 20 vor 12 oder so. Ja, okay, ist nicht kurz vor 12, aber wir sollten 5 vor 11 fliegen, dann sind wir irgendwie 20 vor 12 oder so. Und dann habe ich mir halt The Dark Knight Rises angeguckt, also irgendein Batman-Film. Der neueste, glaube ich, und wahrscheinlich auch der letzte. Okay, ich sage jetzt nichts, falls irgendjemand noch den Film sehen möchte. Also ich hätte ihn jetzt im Kino nicht geguckt, für mich war es nicht wichtig, aber es war so ziemlich der einzige Film, den ich nicht kannte in dieser Liste. Und dann habe ich mir den angeguckt. Und ich fand den Flug eigentlich ganz normal, aber ich bin irgendwann richtig müde geworden. Und dann am Ende des Flugs kommt so eine Durchsage. Der Pilot hat sich wegen den Turbulenzen entschuldigt. Ich habe gar keine mitbekommen. Für mich war das der entspannteste Flug ever. Ohne so ein Rütteln oder so. Ich habe gar nichts mitbekommen. Entweder bin ich eingeschlafen, habe den Film weitergehört und mir das Bild vorgestellt. Oder ich war so dermaßen behindert und habe mir die Durchsage eingebildet, oder ich war so dermaßen behindert und müde, dass ich die Turbulenzen aber nicht mitbekommen habe. Aber den Film schon. Der Film ist echt gut. Guckt euch den mal an. So, wow. Ich sag jetzt schon, ja, okay. Ja, nee, ich spoiler mal nichts, falls irgendjemand den Film da gucken möchte. Ich glaube, ich füge doch in Musik hinzu, ist doch sonst so langweilig. Yo, dann was einige bedacht haben, zum Beispiel mein Vater, aber nicht ich, wie zum Beispiel auch meine Mutter. Ja, okay, aber ihr war irgendwie nicht so kalt. Jedenfalls, Palma so 31, 32 Grad, also im Flughafen waren. Und dann sagt das Flugzeug Außentemperatur in Deutschland 12 Grad. Ich stand da in Flipflops, in kurzer Hose, in kurzem Hemd. Ich bin so zittrig aus dem Flugzeug gegangen. Mir war so scheiße kalt. Im Flughafen war es ein bisschen wärmer, aber mir war trotzdem noch kalt. Dann ist das Gepäckband noch eine halbe Stunde einfach so stehen geblieben, ohne Grund, bis irgend so ein Typ mit einer Weste kam und die wieder angeschaltet hat. Und wir dann nochmal 20 Minuten auf das Gepäck gewartet haben, weil wir einer der letzten waren. Also, und dann mit dem Auto nach Hause und dann war es schon irgendwie 3:30, 4. Obwohl wir eigentlich um 2 oder 1 sogar, nee, 2 zu Hause sein sollten und dann war es 3:30, 4. Super. Und ja, Mallorca, es war eigentlich ein schöner Urlaub. War an sich halt chilliger. Ich habe jetzt nicht so krasse Storys zu erzählen wie, was weiß ich, Österreich. Da habe ich ja einiges erzählt. Aber ich habe jetzt auch wieder so ein paar Minuten zusammengekratzt. Und ja, morgen geht es dann ganz normal auf dem Kanal weiter. Das Wetter hier ist dermaßen scheiße. Und ja, danke fürs Zuhören.
bis zum nächsten Mal und tschüss.